Aus Kuba Los Carpinteros. Das sind mehrere, ist eine Gruppe, Los Los Carpinteros. Carpinteros ist eine Künstlergruppe. Ursprünglich waren sie zu dritt. Ist auch eine lange Geschichte. Ich kenne die schon seit. Carpinteros heißt die Schreiner, Das sind die Schreiner, ja. Ich kenne die Schreiner, die Carpinteros, schon seit 1997. Damals waren sie noch in der Akademie in Havanna. Nee, 94 sogar, Blödsinn. Waren sie in der Akademie in Havanna. Ich war auf der Havanna Biennale, und sehr beeindruckt von dem, was sie da an Skulpturen gemacht haben. Das war damals komplett etwas Neues. Die haben Möbel gebaut, die aussahen wie, sage ich jetzt mal, Alltagsgegenstände, ne? So, also zum Beispiel ein Schubladenschrank, der aussah wie ein Mixer, ne? In der Form, ne? So, aber groß natürlich, ne? Und man muss sich auch vorstellen, dass in Kuba wirklich nach wie vor Mangelwirtschaft herrscht. Es gibt viele Materialien, sind nicht oder nur sehr schwer erhältlich. Wenn etwas kaputt ist, wird es repariert, nicht weggeworfen. Das ist ein ganz anderer Umgang mit Konsumgütern im weitesten Sinne und auch mit Werkzeug, also auch mit Investitionsgütern. Und diese, sage ich jetzt mal, Mangelwirtschaft hat bei den Carpinteros so eine wirklich zu einer ganz tollen Auseinandersetzung mit unserer wahren Welt geführt, in allen Facetten. Und für Zürich haben sie jetzt ein Werk realisiert mit dem Titel Cathedrales, also Kathedralen. Das zeigt fünf monumentalisierte Akkubohrerschraubaufsätze, das sind die sogenannten Bits, ne, die sie 4,5 Meter hoch in Backsteinmauern ließen, ne, so, und auf den Escher Wiesplatz gestellt haben. Also wirklich eine ganz tolle Arbeit, eine Referenz einerseits ans Handwerk, ne, weil das ist ja auch ein Monument, ein Denkmal, ne, für das Handwerk, das in Zürich West immer mehr verschwindet und Platz macht der Dienstleistungsgesellschaft, der Freizeitgesellschaft. Zürich West war ja das klassische Industriequartier bis noch in die 70er, 80er Jahre. Ne? Das vergisst man gerne. Hier wurden Schiffe gebaut, hier wurden Zahnräder gegossen, hier ist wirklich Schwerindustrie angesiedelt gewesen. All das erinnert dieses Monument, ne? Dieses wunderbare Monument des Handwerks von den Carpinteros.